Der 9. November 1918, ein Schicksalstag der deutschen Geschichte. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie ihn erlebt haben? Ja, den können Sie noch erinnern. Ich war ja Student in Berlin, also Schüler, nicht wahr? Aber haben wir 18. Natürlich, ja. Ich war immerhin schon 10 Jahre Schüler und schon in der ersten oder zweiten Gymnasialklasse. Und wir haben natürlich jeden Tag des Krieges, also über den Krieg auf den Karten verfolgt, in Frankreich und Russland, so natürlich auch den Abbruch des Krieges, und der für uns enttäuschend war und kummervoll. Aber das hat nicht geändert daran, dass wir Tag um Tag auch in den Schulen und den Lehrern die Entwicklung in Deutschland, sowohl außenpolitisch wie in der innenpolitischen Situation, verfolgt haben. Also wir sind durch den Krieg eigentlich früher reif geworden und teilnahmsvoller als normale Schüler im Alter von 10 oder 12 Jahren. Hat man in der Bevölkerung, also nicht nur Sie als Schüler, sondern die Bevölkerung, hat die bis zuletzt an einen Sieg geglaubt? War sie also propagandistisch, sagen wir mal, eingelullt? Nein, das glaube ich nicht. Also vielleicht noch bis 1917. Aber in dem Moment, an dem Amerika auf der anderen Seite in den Krieg eintrat, hat wohl die Mehrzahl der Bevölkerung, ob nun Bauern oder Arbeiter oder Bürger, nicht mehr an einen Sieg Deutschlands geglaubt, sondern allenfalls ein sich heraushelfen aus diesem Ausgleich. Krieg. Ausgleich? Vielleicht hatten wir es gehofft, ein Ausgleich, dass Deutschland noch stark genug sein würde, um nicht einen Diktatfrieden annehmen zu müssen, sondern um zu einem Ausgleich kommen zu können. Und man kann rückschauen und fragen, ob da alle Möglichkeiten, die bestanden hätten, voll ausgenutzt worden sind. Vor allem nachdem doch Amerika, wo sehr, sehr viele deutsche Bürger deutscher Abstammung leben, doch am ehesten als Vermittlungsmacht denkbar gewesen wäre. Der neue starke Mann ist Friedrich Ebert. Schon der Führer der SPD-Fraktion, ja, im Alten Reichstag. Was hatte er für Ziele? War er ein Revolutionär? Na, er war kein Revolutionär und er war ein sehr angesehener Mann. Er war sozusagen das Gütesiegel der Linken und von dem sicher war, dass er seine Sozialdemokratie in den neuen Staat, in die neue Republik, die es ja nach der Flucht des Kaisers und dem Ende der Monarchie ja jetzt bildete, dass er Ebert diesen Staat zu ansehen und zu kräftiger Fortentwicklung führen würde. Zum Teil ist es ihm ja sogar gelungen, aber war er denn überhaupt Republikaner? Ja, er hätte wahrscheinlich, wenn es an ihm gelegen hätte, die Monarchie festgehalten, weil er wusste, dass die Mehrzahl der deutschen Bürger, des deutschen Bürgertums, eben in ihrem Herzen monarchistisch war. Aber das konnte er wieder nicht erreichen. Ja, schon deswegen, weil der Kaiser ja das Spiel aufgegeben hatte durch ob man es Flucht nennen sollte, und dadurch, dass der Kaiser das Land verlassen hat. Damit war die Monarchie gestorben. Er ist ja schon in der Nacht vom 9. auf den 10. November nach Holland, wir sagen mal geflohen. Ja. Bedroht war er ja eigentlich nicht. Er war ja umgeben von Truppen, er war nicht in Berlin. War das so zwangsläufig? Er mag sich bedroht gefühlt haben, obwohl nach meiner Kenntnis Dinge kein deutscher Soldat oder auch kein deutscher Arbeiter ihn erschossen hätte. Also ich glaube nicht, dass sein Leib und Leben bedroht war. Wenn er da geblieben wäre, hätte man ihm eine kleine Villa zur Verfügung gestellt, aber man hätte von die Revolutionäre, soweit sie gab, oder die neue politische Bewegung, hätte ihn nicht gezwungen, außer Rand zu gehen. Das war seine Entscheidung, was natürlich die Monarchie dann wirklich beendet hat. Die monarchische Tradition war damit gestorben. Es war irgendwie theatralisch, sein Abgang. Irgendwo passt es zu seiner Persönlichkeit. Vielleicht. Da kann man das sagen, ja. Die Kräfte links von Ebert, also die USPD und noch die weiter links davon, ja. Liebknecht, Luxemburg. Welche Basis hatten die? Waren die eine ernste Bedrohung? Nein, die waren keine ernste Bedrohung, denn sie konnten rein zahlenmäßig, neben der großen Sozialdemokratie, wohlorganisierten, bis ins letzte Dorf und letzte Vorstadt organisierten Sozialdemokratie, keine Konkurrenz bieten. Also die
die Macht der organisierten Sozialdemokratie im Sinne der sozialdemokratischen Partei, die war durch niemanden einzuholen. In Berlin sitzt nun Ebert, der ist von Max von Baden sogar noch als Nachfolger empfohlen worden. Ja. Und nun wird er aber auch von den, ich sag jetzt mal, revolutionären Gremien, da im Zirkus Busch, dieses berühmte Treffen, wird er nun auch zum Führer ernannt. Also eigentlich eine doppelte Legitimation. Er war einerseits nominiert von dem bisherigen Max von Baden, dem formellen Reichskanzler, andererseits aber auch getragen von seiner größten deutschen Partei. Von der erstaunlich ist, dass sie im Grunde als Partei der Ordnung und des Wiederaufbaus von vornherein gegolten hat, nicht eines Umsturzes. Bei so viel, ich sage einmal, Sympathie oder Rückenwind, ist es doch erstaunlich, dass Ebert dann über Noske mit enttäuschten Frontsoldaten Freikorps herbeiruft, um die angebliche Gefahr zusammenschießen zu lassen. Also diese Gewalt der Gegenrevolution, die ist ja von Ebert und Noske geduldet und sogar initiiert worden. Das ist mir unverständlich. Ja, ob es also wirklich zu einer Gegenrevolution gekommen wäre oder gekommen ist, da kann man darüber streiten. Ich glaube, dass die Vorgänge im November 1918 in Deutschland verdienen gar nicht, wenn du verdienst, das richtige Wort ist, die Bezeichnung Revolution. Sondern es hat sich im Grunde ein friedlicher Übergang aus der monarchischen Ordnung, die sich diskreditiert hat, als natürlich der Kaiser auseinandergegangen war, zur republikanischen Ordnung vollzogen. Und dies noch in einer gemäßigten Form. Es hätte ja sein können, dass der Kommunismus, soweit er damals schon in der Luft lag, die Führung an sich gerissen hätte. Aber das war eine so kleine Gruppe, dass die, inklusive die beiden Namen, die sie nannten, Rosa Luxemburg, dass sie niemals in der Lage gewesen wäre, einen neuen Staat zu schaffen.